Der Wald ist ein moderner Wirtschaftsfaktor. Das stellt alle 4 Jahre die Interforst in München unter Beweis. Die internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und Technik zeigt, der Wald bewegt nicht nur das Fachpublikum, sondern auch die 700.000 privaten bayerischen Waldbesitzer und die Politik. Wald- und Forstwirtschaft in Bayern ist natürlich ein sehr starkes Segment. Wir haben hier 200.000 Menschen, die in dieser Branche beschäftigt sind. Wir machen einen Umsatz von 37 Milliarden Euro und somit ist es eigentlich die 5. größte Säule der bayerischen Wirtschaft. Und es freut mich immer wieder, wenn wir auf bayerischen Messen unterwegs sind, wie viel Innovation, wie viel Tatkraft in unseren eigenen Unternehmen steckt. 453 Aussteller aus 28 Ländern präsentieren ihre Technologien aus den Bereichen Waldpflege, Holzbearbeitung, Energie, Transport und Arbeitsschutz. Allgegenwärtig ist zudem ein ganz aktuelles Thema. Die Digitalisierung, die hat ganz stark eben Einzug gehalten und ein Stichwort ist der digitale Zwilling, also virtuelle Abbilder der realen Welt. Das hilft allen, die in der Forstbranche tätig sind. Beispielsweise kann man dann simulieren, wie wächst der bestimmte Wald, in welchen Abschnitten entwickelt er sich wie. Und das geht hin, dass man zum Beispiel auch die Funktionsweise eines Harvesters digital erstmal erleben kann, bevor man ihn kauft. Also es ist vieles los auf der Interforst. Mit Unterstützung der IT begegnet die Forstwirtschaft den Herausforderungen der Zukunft. So kann der Wald dank Big Data effizienter bearbeitet und dem Klimawandel aktiv begegnet werden. Zudem werden Arbeitskräfte digital unterstützt. Es sind immer weniger Leute, die diese Arbeit machen. Die Flächen werden immer größer. Und diesen gesunden Menschenverstand, wie wir ihn kennen, aus den Filmen zum Beispiel, da fährt der Förster hin, spricht mit jedem Baum, das können Sie heute gar nicht mehr leisten, wenn Sie diesen Job haben. Ihr Gebiet, das Sie betreuen müssen, ist viel zu groß. Sie müssen diese Technik einsetzen, um das überhaupt handhaben zu können. Das Thema Wald berührt jeden, ob als digitaler Forstarbeiter oder entspannungssuchender Spaziergänger. Entsprechend wichtig ist die moderne und nachhaltige Bewirtschaftung der Bäume. Die Interforst zeigt, wie es geht.